Guten Abend, liebe Gäste am Adventskranz hier im Klostergut Eich, herzlich willkommen. Als erstes, mit viel Glück heute sofort, zünde ich unsere drei Kerzen am Adventskranz an. Sie sollen nicht nur ein Symbol sein, sondern sie sollen tatsächlich etwas Licht und Wärme zu uns bringen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass es immer um Beziehung geht, wenn es um Heilung gehen soll. Und vor allem bin ich davon überzeugt, dass Spiritualität Beziehung ist. Und das möchte ich gerne heute wieder einmal ausführen und erläutern. Oft kommen Großmütter, Großväter, Mütter, Väter, Väter eher weniger zu mir und sagen über ihre Kinder, ich hab so ein Kreuz mit den Kindern, gell? Die glauben ja nichts mehr und meinen damit, sie haben keine Beziehung zu irgendwelchen religiösen Dingen, die gehen nicht mehr in die Kirche oder viel weniger als die Eltern oder Großeltern sich das wünschen würden. Und ich bin da der festen Überzeugung, da geht es um Beziehung. Es geht da weniger um das, was wir Glauben nennen, es geht um Beziehung und um das, was wir mit Beziehung meinen und was wir mit geistlichem Leben, mit Glauben und vor allem mit Vertrauen meinen. Vor ein paar Tagen rief mich ein befreundeter Unternehmer an und bat mich, für eine Gruppe von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Führung hier im Kloster zu halten, in der Adventszeit. Sie wollten das dann mit einem anschließenden Besuch auf dem Adventsmarkt verbinden. Und da sagte er zu mir, bitte, bitte mache auch ein bisschen was Spirituelles. Ein bisschen was Spirituelles soll auch sein. Das kannst du ja, das machst du ja dauernd am Abend so spirituelle Impulse. Aber bitte, bitte nicht allzu fromm und bitte, bitte immer mit einer Geschichte. Die Leute mögen Geschichten, aber was Frommes mögen sie nicht. Und ein bisschen lustig sollte es auch sein. Lustig schon. Und zum Punschtrinken gehen wir dann auf den Adventsmarkt. Ein bisschen was Spirituelles soll es auch sein. Heute Abend. Ich wundere mich immer, was da für Erwartungen an mich herangetragen werden. Gestern habe ich ja schon gesagt, Spiritualität ist Beziehung. Die Meinungen über Spiritualität gehen ja wirklich auseinander. Manche meinen, das sei viele Gebete beten, viele fromme Lieder singen, Meditationen aus allen Ecken und Enden, bis es einem zum Hals raushängt, mehr oder weniger religiöse Praktiken, ganz gleich aus welcher Religion. Und manche veranstalten dann irgend so einen pseudo-religiösen Budenzauber, etwa mit der Anweisung, Gänseschmalz auf den Nabel streichen und eine Nacht lang den Vollmond drauf scheinen lassen, bis das Schmalz zu brutzeln anfängt. Also, wer sowas fertigbringt, der hat mehr spirituelles Potenzial wie ich. Dafür bin ich nicht geeignet. Also, was ist dieses Spiritualität oder was ist dieses Glauben und was ist dieses Vertrauen? Ohne in allzu großes, süß-saures Gesülze zu verfallen. Natürlich gehört für mich zur Spiritualität auch miteinander reden, miteinander schweigen, miteinander fröhlich sein und traurig sein, miteinander trauern, miteinander singen und tanzen, miteinander essen und trinken, gemeinsam arbeiten,
gemeinsam ruhen, auch miteinander schlafen, das ist auch eine spirituelle Dimension. Das hat auch eine spirituelle Dimension. Es geht immer ums Miteinander. Das ist wahrscheinlich der wesentlichste Teil von Spiritualität und ums Füreinander auch. Ehrlich gesagt muss ich sagen, das reicht mir aber noch nicht. Zu leicht verlieren wir uns dabei in Äußerlichkeiten. Denn wenn es nur um die Äußerlichkeiten geht, dann geht es nur ums Essen und Trinken, ums Arbeiten, ums Hackeln oder um Sex. Mich aber interessiert vor allem das Wesen, das Wesentliche von Beziehung, das nur so schwer zu fassen und zu beschreiben ist, weil es letztlich immer ein unwiederholbares Geheimnis bleibt. Genauso wie die Liebe, genauso wie der Glaube, genauso wie die Hoffnung. Der alte Bischof von Passau, Antonius Hoffmann, wurde einmal gefragt, was braucht denn ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin, damit er wirklich gut arbeiten kann? Und er antwortete ganz kurz, du musst die Leute mögen. Du musst die Menschen mögen. Und das ist so eine vieldimensionale Aussage. Aber kluge Lehrerinnen und Lehrer oder Ärztinnen und Ärzte wissen ganz genau, worauf es ankommt. Eben auf diese Beziehung. Und das liegt nicht nur an äußerlichen Dingen. Wir können aber die Beziehungsfähigkeit lernen und wir können sie verlernen, wir können sie weitergeben, wir können Beziehungsfähigkeit mindern, verstärken oder auch zerstören. Und das ist schlimm, wenn Menschen ihre Beziehungsfähigkeit verloren haben oder wenn ihnen das ausgetrieben worden ist, dann ist das sehr schwer, dass sie zu diesem Leben in Fülle oder zu diesem Vertrauen finden können. Es geht um das, was zwischen den Menschen geschieht, jenseits von allem Materiellen. Wir wissen es, wenn sie jetzt Weihnachtsgeschenke an andere weitergeben, es kommt darauf an, was zwischen ihnen und dem Geschenk und dem Menschen ist, was dazwischen ist. Manchmal kann es dabei wirklich hilfreich sein, wenn es nicht so laut ist. Mir macht Lärm immer mehr und mehr zu schaffen. Und die überflüssigen Lärmquellen, die sollten wir wenigstens versuchen, in dieser Adventszeit auszuschalten oder zumindest ein bisschen einzuschränken. Handys, Laptop und diese sogenannten sozialen Medien, wir benutzen jetzt gerade auch so etwas, können eigentlich auf der einen Seite die Kommunikation erleichtern und sind hilfreich und auf der anderen Seite können sie uns das Leben erschweren und auch die Beziehungsfähigkeit erschweren. Ich bin froh, dass es E-Mails gibt, auch wenn mich manchmal die Fülle und die Masse wirklich zutiefst beunruhigen, weil ich nicht darauf antworten kann. Ein heißer Tipp für diese Zeit, man soll keine Tipps geben, aber ein heißer Tipp für diese Zeit ist die Stille, die Ruhe. Schwer zu fassen, schwer zu halten. Aber ich erinnere mich an einen Patienten, der kam wirklich mit einem gescheiten Backerl menschlichem Elend und er setzte hin und er
begann mich voll zu texten. Ich habe nach ungefähr 25 Minuten, nachdem er ununterbrochen geredet hat, ohne Punkt und Komma und Pause, wusste ich mir nicht mehr zu helfen und ich habe zu ihm gesagt, bitte legen Sie sich doch hier mal auf die Couch, obwohl ich keine Analysen mache, aber da habe ich mir gedacht, das tut dem sicher gut. Habe ich gesagt, legen Sie sich mal auf die Couch und dann schauen wir mal, was da passiert. Der hat es keine 2 Minuten ausgehalten. Dann ist er zusammengeklappt wie ein Schweizer Messer, hat sich aufgesetzt und hat er gesagt, wenn Sie jetzt nicht sofort was sagen, dann kommt die ganze Scheiße hoch. Ist auch nicht schlecht. Irgendwann einmal muss ja alles raus. Und das ist auch wichtig. Das gehört auch zur Spiritualität, dass wir uns mit diesen vielen schwierigen und unangenehmen und herausfordernden Erfahrungen auseinandersetzen. Und ein anderer Gedanke beschäftigt mich auch noch in dieser Advents- und Weihnachtszeit, weil ich allmählich im Laufe der Zeit immer mehr und mehr gespürt habe, dass nur dann, wenn Beziehungsbrüche geheilt werden durch neue Erfahrungen, dass wir dann wirklich ein spirituelles Leben haben können. Und ich kann mir nicht helfen, Weihnachten, die Menschwerdung Gottes, ist so eine Beziehungserfahrung, weil ich auch Mensch werden kann und sollte. Und das ist etwas sehr Schönes, wenn wir in Jesus Christus ein gutes Beispiel dabei haben. Ich wünsche euch heute einen ruhigen Abend. Einen ruhigen Abend, wo sie nicht vollgemüllt werden mit irgendetwas, sondern wo sie auf ihr Herz und auf die Stille hören und vielleicht auch auf Menschen hören, auf die sie sonst nicht hören.